Warum braucht man Agile? Wenn man ein bisschen in die Historie schaut, dann hat sich viel verändert in der Unternehmenswelt. Neue Wettbewerber, neue Geschäftsmodelle. Das erhöht den Druck auf Unternehmen und Agile ist ein Mittel, um genau da wieder besser an die Kundenbedürfnisse heranzukommen und sich einfach wieder einen Wettbewerbsvorteil zu erarbeiten, falls er schon verloren gegangen ist. Es ist ja nicht so, dass wir in der Agilität keine Reporting-Strukturen haben. Es ist durchaus so, dass wir immer wieder unser Produkt anschauen, aber auch die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, anschauen. Und ob das jetzt ein Du- oder eine Sie-Kultur ist, würde ich in dem Fall völlig zur Wahl stellen. Das würde ich nicht daran festmachen, dass man sagt, wir sind jetzt im Workshop per Du und später müssen wir aber wieder per Sie. Man sollte sich daran orientieren, woran man sich wohlfühlt.